Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Zuschauer. Also, erst einmal, tut mir leid, gab letzte Woche am Freitag leider keinen Vlog. Krankheitsbedingt, ich habe es ja schon angekündigt, dass das unter Umständen passieren könnte. Naja, ist so. Jetzt bin ich wieder fit. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Und ja, heute geht es endlich ans Mähen. Vorher aber noch 2 kleine Dinge. Also, sind 2 kleine Informationen für euch. Ich habe mir am Samstagabend die neue Wiese noch angeguckt. Mich hat der befreundete Landwirt angerufen. Du, pass auf, kannst vorbeikommen. Wir fahren einmal rüber, wir schauen sie an. Das haben wir gemacht. Und ja, also ich bin zufrieden damit. Habe ich gesagt, die nehme ich. Ist zwar wegen der Fahrerei, aber das lässt sich einrichten. Wie gesagt, ich habe jetzt Urlaub, dann mähe ich die mit weg. Passt mir ganz gut zu 0,56 Hektar, also schöne Fläche. Relativ gerade, bloß die Einfahrt ist ein wenig blöd, weil die von der Hauptstraße direkt rein geht. Aber gut, das kann man auch handeln. Da muss man halt einen Moment abpassen, wenn nicht viel Verkehr ist. Momentan ist da drüben eh Baustelle, da ist nicht viel los. Und dann klappt das schon. Jetzt habe ich auch verstanden, warum man mit dem Häcksler immer so schlecht reinkommt, weil die Einfahrt, die passt gerade so. Also mit der Press komme ich gerade noch durch. Aber Häcksler, da wird es dann doch schon ein wenig schmul. Naja. Ja, und dann eine kleine Ankündigung. Ich habe mir den KA15 angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? Schöner Schlepper. Gefällt mir gut. Und ja, lasst euch einmal überraschen. Ich würde mal sagen, so auf Anfang September gibt es dann was zu sehen. Momentan steht er noch beim Besitzer. Ja, ich sage jetzt einmal nicht mehr. Ja, und gestern war ich dann auf dem Schleppertreffen in Gelbsreuth. Auf Instagram hat vielleicht der ein oder andere schon die Bilder gesehen. Da waren wir mit dem IHC, mit dem Grame und mit dem Allgäuer drum. Haben wir ein wenig einen schönen Sonntag verbracht. Familienausflug. Und ja, das habe ich gesagt, das mache ich noch bei Urlaubsbeginn und dann geht's richtig los mit dem Heu. Der Krame steht ja schon hier oben bereit. Da kommt der Heuwender dann später ran. Der steht ja schon da. Den IHC hole ich jetzt aus der Halle raus. Der kommt noch aus Trommelmähwerk. Und dann muss ich mal sehen, wie ich es mache. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich alle Wiesen auf einmal mähe. Das wären ja insgesamt 5 Stück. Oder ob ich lieber sage, ich mache erst einmal nur die eine etwas weiter entfernte und die 2 hier um den Hof. Das muss ich mal sehen, also bin ich mir selber noch nicht schlüssig. Das entscheide ich jetzt dann aus dem Bauch raus, wenn ich hier das Mähen anfange. Da entscheide ich dann, ob ich das jetzt alles mache oder nicht. Und dann schauen wir noch einmal. Ja, Trommelmähwerk anhängen. Mal gucken, ob ich es auf Anhieb ranbringe. Normalerweise kommt man mit dem IHC gerade so hier ran und kriegt es gerade so anhängen.
Glas WM24, 1,85 Meter Schnittbreite. So, klappen wir mal aus. Das Ganze dann aus. Ja, ist wie gesagt der Trommelmähwerk noch nicht so hydraulisch, Baujahr 85 glaube ich war das. Aber es mäht und es hat deutliche Erleichterung zum Balken. Jetzt stelle ich es mir noch ein, dass dann schön gerade aufliegt. Zum Einstellen wird es abgelassen. Also idealerweise macht man sowas natürlich auf einer ebenen Fläche. Bei unserem Hügellicht geht es nicht so einfach. Aber hier, wenn ich den Kultur gar schräg stelle, dann sehe ich noch. Und jetzt im Moment ist es so, dass die Teller vorne nach oben und hinten nach unten gehen. Das kann ich jetzt damit kompensieren, indem ich am Oberdeck drücke. Ja, die Wiesen im Grundstück habe ich gerade fertig gemäht. Die war aber nicht wirklich sehenswert zu mähen. Da sind so viele Bäume dazwischen. Deswegen habe ich die gar nicht erst gefilmt. Also da ist es eigentlich bloß vorwärts, rückwärts, immer wieder umsetzen. Naja, am Schluss dann mit dem Balkenmäher die Stellen nachmähen, wo man nicht nachkommt. Mähwerk funktioniert einwandfrei, funktioniert super. Sauberes Schnittergebnis. Wir fahren jetzt dann runter zu meiner zweiten Wiese. Grundstück nahe, dann mähen wir die. Ja, und die eine weit entfernte, die weiß auf alle, also die 4 Kilometer entfernte da, die werde ich auch gleich mitmachen. Naja, ja, die Kartoffeln. Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht sehenswert, das kleine Stück, aber da kommt jetzt dann ein wenig Film dazu. Ja, sonst keinen Sinn. Die liegt wie gesagt schön. Da muss ich nicht so weit fahren. Die anderen zwei Wiesen, oder besser gesagt, naja, drei Wiesen, wie man es nehmen möchte, sind ein wenig weiter weg. Da ist natürlich schon mehr Plackerei. Ja, falls die Frage aufkommt wegen der Wiese da, der Rehkitze, die Wiese ist abgesucht worden. Gefunden haben wir nichts. Ja, ich hoffe mal, das bleibt so. Wird man sehen. Machen wir erst einmal runter. Haben wir das Mähwerk wieder ausgeklappt. Und dann geht's los.
das Mähwerk ist auf 540er, also quasi gehört auf die 540er Zapfwelle. Bei mir hängt es aber auf der 1000er. Ich kann mit der Drehzahl vom Schlepper da durch runter. Da brauchen wir nicht gar so schnell laufen lassen. Das hat sich bislang immer ganz gut bewährt. Plus halbe Drehzahl, knapp 1000 Touren. Ist doch ein bisschen spritsparender. Ja, was da so rumpelt, das ist der Koffer vor der Drohne. Irgendwo muss man ja mit unterbringen. Ich hoffe, die Drohnenaufnahmen sind was gewonnen. Wenn, dann habt ihr sie wahrscheinlich schon gesehen oder die kommen dann gleich. Ja, die Greifvögel sind auch fleißig da. Vorhin hatte ich einmal Probleme mit einem. Der hat gemeint, der muss sich mit der Drohne anlegen. Da ist schon befürchtet, gleich liegt sie am Boden. War ein kleiner Luftkampf. Die sind wie die Blöden, weil natürlich in der Wiese die Mäuse und alles drin sind. Und wenn die jetzt frisch gemäht ist, dann können die so richtig schön zuschlagen. Da haben sie die beste Gelegenheit dazu. So, wir befinden uns jetzt auf der neuen Wiese. Ich habe sie aber schon fertig gemäht, also da gibt es kein Video davon. Ja, da ist sie. Sieht man schon, die geht da an der Hecke entlang. Und da rum. Und, ah, na, da oben habe ich noch ein Stück, da muss ich noch mal hin. Ja, das Teilstück da, das ist eine Böschung. Da kann ich leider nicht mähen. Da liegt auch außerdem ein Markstart drin, das weiß er. Den will ich auch nicht unbedingt erwischen. Ja, hier drüben, das ist so Brennnesselzeug, das kann auch stehen bleiben. Die Ecken habe ich jetzt nicht ganz ausgemäht, so schlimm ist das nicht. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen, das ist die Wiese. Die geht ja dann da über die Kuppe, über der Kuppe noch ein wenig weiter. Und wo da hinten der eine Baum noch hochstatzt, da ist die Wiese dann zu Ende. Das sind, wie gesagt, 0,56 Hektar. Für meinen Zweck optimal, was will ich mehr? Mähwerk hat durchgehalten, wie immer. Das passt. Hat seinen Dienst erfüllt. Ja, und dann kann der Heuwender ran. Und dann kann ich die Wiesen alle mal durchwenden. Und dann ist für heute schon wieder gut. Und das seht ihr ja dann alles im Dienstagsvideo. Heute ist ja Montag. Boah, ich würde sagen, so weit, so gut. Ich fasse jetzt nochmal da oben schnell drüber. Und dann klappe ich das Mähwerk ein und dann fahre ich heim. Und da sieht man sich wieder. So, wir sind jetzt wieder daheim. Das Mähwerk habe ich abgespannt. IHC ist schon wieder in der Halle drin. Und jetzt mache ich den Kram soweit fertig und hole mir den Kreiselhaier. Thank you.
schaut das Ganze jetzt dann aus. Ja, ich habe es jetzt ein wenig eilig gehabt. Ich habe nämlich hier so einen gastigen Verfolger, der saß gerade auf der Scheibe. Ich wollte euch eigentlich zeigen, aber die war nicht fotogen. Eine richtig schöne, dicke Pferdsbremse. Also Pferdebremse. Die Viecher, wenn beißen, das tut richtig weh. So ein Oschi. Also gute Nacht, die muss ich wirklich nicht haben. Naja, hier ist rumgeholt, das war Gnana. Aha, ja, Viecher, die sind schon wieder gastig. Das ist schon wieder auf mich abgesehen. Unverschämtheit. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt heim. Die Wiese, die ich vorhin zuletzt gemäht habe, die wende ich heute nicht mehr. Da dazu ist es A schon zu spät und B, naja, die kann ich morgen früh dann als erstes mitmachen und dann die anderen zwei hier. Es geht ja eigentlich bloß darum, dass der Schnitt ein wenig aufgelockert ist, dass die Schwaden ein bisschen breit sind, die das Mähwerk ablegt. Und dann passt es wieder. Jetzt fahren wir den Bulldog heim. Und parken wir den mal, da mache ich noch meinen Stall. Und dann geht es morgen weiter. Ja, und dann sage ich für heute vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch heute schon Spaß gemacht. Der Rest kommt natürlich dann auf. Ich werde es dann aber in der Freitagsvlog packen oder je nachdem, wie viel Material ich dafür noch zusammenbringe. Eventuell nochmal eine Zwischensequenz oder was reinbringen. Aber voraussichtlich am Freitag dann. Muss ich mal gucken, weil das Thema heute ist relativ umfangreich. Allerdings, wenn ich jetzt vor jedem Schritt ein Einzelvideo mache, wird es ja doch ein wenig langweilig. Hau ab! Weil nur Heuwen, nur Mähen, nur Schwaden, ich weiß nicht. Ich mische das lieber ein wenig zusammen und sage bis zum nächsten Mal. Servus!